So Leute, es wird Zeit für den nächsten Cup und zwar der Boomerang Cup. Let's go. Oh yeah. Und ja, natürlich habe ich den Cup auch nicht gespielt. Der ist jetzt auch blind, auch die Tourstrecken sowieso. Aber das sind ein paar Strecken, die ich kenne. Und da freue ich mich schon. Und ja, wir nehmen den Charakter Link. Denn bald kommt ja schon The Legend of Zelda Tears of the Kingdom raus. Ich wollte Breath of the Wild sagen. Aber das ist ja schon draußen. Aber Tears of the Kingdom, der Nachfolger. Und mal schauen, wie der wird. Zumindest ist der letzte Trailer, der dritte Trailer, der finale Trailer, was jeder schon sagt, draußen. Und der hat sehr vielen umgehauen und hat sehr viel gezeigt. Und ja, mich hat es natürlich auch begeistert. Also, ja, da bin ich mega gehypt. Oh Gott, ich war wieder wie ein Profi. Man kennt's. aber gut. So, ich glaube, ich habe jetzt auch nicht so eine gute... Warte, wo muss ich jetzt sagen? Gott. Gut. Wenn man es nicht kennt, dann ist es auch ein bisschen verwirrend. oh Mann, ich bin ein Anschein, Mann. Ja, auf jeden Fall, Leute. Seid ihr gehypt drauf? Habt ihr den Trailer gesehen? Ich hätte den Blitz aufheben müssen. Na egal. Der Blue ist eh nicht so schlimm. Ich bin auf jeden Fall gehypt drauf. Ich hätte es sowieso schon gekauft, also schon seit dem ersten Trailer und wie sie es angekündigt haben. Also ich bin sowieso schon begeistert davon. Und ja, also mich haben die sowieso schon von Anfang an. Also das wird auf jeden Fall gekauft. Wieso ich bin nicht jetzt voll reingefahren? Naja, keine Ahnung. Fragt's nicht. So. Okay, aber langsam muss ich ein bisschen Gas geben, ganz ehrlich, weil die Leistung, die ich jetzt gerade bringe, ist nicht so... Nein, war das mein Cooper-Panzer? Nee, ich habe keinen Cooper. Egal. Einfach weiterfahren. Schnell. Schnell, Link. Komm, wir machen das. Okay. Warum ich gerade so ein Kart ausgewählt habe, weil ich... keine Ahnung. Mit denen kann ich am besten fahren, gefühlt, aber... ja, gut. Ist jetzt... keine gute Show jetzt, die ich jetzt zeige. Wo fahren wir da jetzt lang? Okay. Ich schieb's jetzt mal auf die Strecke, ja? Also, ich kenne die Strecke nicht, Leute. da ist alles neu für mich, ja? So, machen wir mal so. Immer schön auf die Strecke schieben. Da kenne ich noch nicht, Leute. First time. Warte, wir können ja noch gut Gas geben. Vielleicht langen wir noch einen guten zweiten Platz. Nein, fast. Oha. Aber knapp. Immerhin. Nicht schlecht. Und am ersten Platz ist Waluigi. Oh. Interessant. So, da haben wir Marios Piste von Nintendo DS. Ui, Alter, die sieht schön aus. Okay, an die Strecke kann ich mich gar nicht erinnern. Von Nintendo DS. Habe ich sehr, sehr viel gespielt. Also Nintendo DS, Mario Kart DS. Habe ich sehr, sehr viel gespielt. Da habe ich sehr, sehr coole Erinnerungen. Also das war echt eine coole Zeit. Also das war so das Mario Kart, also der Mario Kart Titel, besser gesagt, wo ich sehr viel Zeit vergeudet habe. Und ja, das war echt sehr nice. Aber ich muss sagen, das sieht echt schön aus mit ihnen. Die Sonnenlichter strahlen da. Ja, ganz genau. So, mal schön vorbei. Das war Luigi mit seiner Bananenschale. Ich habe die Trompete. Gebe ich mir mal auf. Falls wir Erste werden. Aber können wir noch ein bisschen knifflig werden. Denn Waluigi lässt mich nicht einfach vorbei. Ja, vielleicht muss ich die Tröte doch vorher nutzen. Oh, gefährlich. Die Piranha pflanzen. Oh ja. Tja, knapp. Ja. Nochmal zurück zu Tears of the Kingdom. Bald kommt raus. Seid ihr eigentlich gehypt? Ich glaube, ich habe die Frage schon gestellt. Aber ich frage es nochmal. Seid ihr schon gehypt, Leute? Denn ich möchte noch eine Sache erwähnen, denn davor waren ja... Ich weiß nicht, woher das kam, das Gerücht, sage ich jetzt mal. Oder Gerücht. Oder die Diskussion, dass es aussieht wie ein DLC oder so.
Keine Ahnung warum. Aber ja. Oh, da kommt jetzt der blaue Panzer. Okay, ich hab die Tröte, ich hab die Tröte, Leute. Okay. Das ist ein Entwickler. Ich glaube, der ist neu. Ja, keine Ahnung, warum das eine gesagt hat, dass es so aussieht wie der DLC. Ja gut, vielleicht, weil es nicht so viel gezeigt worden ist, aber ja gut. Ich meine, wenn ein Team, was Breath of the Wild entwickelt hat, und die sagen, es kommt ein Nachfolger, naja, hat man so viel Misstrauen? Na gut, Nintendo hat manchmal nicht so gut abgeliefert, aber gut. Waluigi Arena. Oh ja, Nintendo hat nicht genügend abgeliefert jetzt letztes Jahr, da kann ich das Misstrauen schon verstehen. Nochmal kurz angeknüpft. Und ja, kann ich schon verstehen, aber bei das Zelda-Team, sag ich jetzt mal, ich glaube, da soll man die schon vertrauen halt. Und ich weiß nicht, wieso einige gesagt haben, dass es aussieht wie ein DLC halt, also davor halt. Oder, keine Ahnung, aber gut. Darüber möchte ich jetzt nicht reden halt, denn wichtig ist die Meinung selbst halt. Denn eure Meinung zählt, also die Meinung von euch selbst und nicht die andere Meinung. Und ihr sollt den Spaß haben und ich werde auch meinen Spaß haben und ich freue mich schon mega, wenn das Game rauskommt. Oh yeah. Und da haben wir die nächste Strecke, Waluigi Arena. Und heißt es Waluigi Arena? Ja, ich glaube schon, ne? Auf jeden Fall, die Strecke habe ich auch mega gefeiert. Sehr, sehr schön. Und sehr schön matschig. Sieht echt gut aus. Gefällt mir. Let's go. Achso, deshalb ist Waluigi ganz vorne am Punkten. Jetzt verstehe ich's. Oh Gott, was war das gerade für ein Drift? Ich wollte noch ein Item mit. Egal, na gut, hat nicht geklappt. So, warte. Ja, dann machen wir mal so einen Bogen, kein Drift. Weil sonst drifte ich raus. Denn ich habe so einen langen Drift. Also ich mag mehr die langen Drifts, anstatt die kurzen. Und, ja. Das ist Goldpeach. Rosa Goldpeach, meine ich. Das war nicht nice. Das hat mir nicht gefallen, Peach. Das hat mir nicht gefallen, Peach. So, warte. Jawohl. Haben wir noch einen kleinen Trick davor. Und die hat jetzt schon einen großen Vorsprung, ne? Ah, wohl. Gut. Waluigi! Waluigi, Alter, Mario, du auch noch, Alter, was soll das jetzt? Jetzt holen die mich einfach so. Alles klar, alles klar. Nee, nee, so nicht, oh Gott, nein. Oh, voll reingerast. Aber gut. Ging ein bisschen schwer. So, sehr gut. Ich dachte, ich bekomme jetzt den roten Panzer, aber nee. Nochmal Glück gehabt. Okay, jetzt aber, oder? Nee, okay, gut. So, fertig. Ah, warte, da oben kann man auch ein bisschen tricksen. Nee, wir fahren einfach geradeaus weiter. Der hat eine Bananenschale. Geh mal vor. So. So, und jetzt einen schönen Drift hinlegen. Oh ja, okay, das war jetzt... Ja, das ging. Okay, Leute, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Den ersten Platz sichern wir uns hier. Yeah. Und da haben wir noch eine Tourstrecke, und zwar die Überholspur Singapur. Oh ja, wir haben in dieser Welt sehr viele Tourstrecken gehabt. Aber ist auch gut. Finde ich schick. Also ich habe sie sowieso nie gespielt. Also freue ich mich sowieso ganz toll halt, sag ich mal. Und ja, ganz genau. So, letzte Runde. Ich hoffe, also letztes Rennen besser gesagt. Ich hoffe, ich hol mir diesmal ein Goldpokal. Wenn nicht, ja, keine Ahnung. Den letztes Mal, ne, war es nicht so, so nice mit Birdo. Oh, das sieht richtig cool aus. Alter, wie nice. Okay. Okay, da geht's da runter. Oh, wie schön. Okay, die Strecke gefällt mir. Die Strecke gefällt mir echt schön. Die ist echt sehr schön. Da, 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 da.
PS1 ist tot, Freunde. Ich dachte, das ist jemand an. Oh, warte. Rechts. Verdammt. Wird ich fett immer eingeblendet, die Pfeile da. Aber meistens bemerke ich sie immer ganz spät. Wie man sieht. Aber ja. Ah, Mann, ey, Leute. Jetzt habt ihr es langsam. Ja, da kommt noch ein Stern. Alles klar. So, boah, das ist knapp. Mann, ey. Ich hab gerade so ein Doppel-Item geholt. Da kommt ein Blitz. Echt fies. Boah, das sieht schön aus. Okay. Baba. So, letzte Runde. Oh, Alter, die Schräge ist aber mega nice, ganz ehrlich. 10 von 10. Die gefällt mir. Auch wenn ich jetzt gerade nicht gerade gut abliefere, aber Leute, meine Ausrede. Die Strecke fahre ich zum ersten Mal. So. Nee, wirklich. Es ist wirklich so. Aber ja, gut. So, dann geht's da lang. Okay. Das sieht so schön aus. Ja. Okay, aber werde ich noch erst. Oh Gott, das sieht so knapp aus. Ich weiß nicht, wie lange es noch geht. Ja gut, okay. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ich glaube, das Ziel schon ganz nah irgendwo. Jetzt muss ich ein bisschen angasen. Moment, Leute. Wird das noch was? Davon ist das Ziel. Ah, verdammt, nein, das wird nichts mehr. Oh Mann. Okay, naja. Vierter Platz. Ah, nee, das. Obwohl. Wow, noch gerade noch. Erster Platz. Glück gehabt. Jawohl, und damit haben wir es. Den Goldpokal. Ja, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video auch gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye, bye.